So, also, wir überlegen uns jetzt mal gemeinsam, was ist ein Isomorphismus? Und da ist mir wichtig, dass ihr jetzt so langsam eine gute Vorstellung davon entwickelt, was ein Isomorphismus ist. Und deswegen überlegen wir uns das jetzt nochmal im Detail. Eine Funktion Phi ist ein Isomorphismus wenn was? Eine Funktion Phi ist ein Isomorphismus, wenn Also wenn Phi bijektiv ist. Und ein Homomorphismus ist, genau. Und wenn Phi ein Homomorphismus ist. So, das sind jetzt sehr viele wirklich strange Fremdbegriffe. Und deswegen arbeiten wir uns jetzt Vorstellungen davon. Wir wollen wissen, was bedeutet das jetzt eigentlich? Was bedeutet Isomorphismus? Okay. Phi muss zwei Bedingungen erfüllen: bijektiv und Homomorphismus. Was ist eine bijektive Funktion? Eine bijektive Funktion ist eine Funktion, die welche Eigenschaften hat? Wenn sie surjektiv und injektiv sind. Genau. Sie muss surjektiv und injektiv sein. Deswegen habe ich hier schon in weiser Voraussicht Platz gelassen. Surjektiv und injektiv ist. Okay, wenn sie also bijektiv gleich surjektiv und injektiv ist. Also eigentlich muss Phi drei Eigenschaften erfüllen. Sie muss surjektiv sein, injektiv und ein Homomorphismus. Und die drei Sachen schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Wir beginnen mal mit surjektiv. Wir beginnen erstmal intuitiv. Was soll ich sagen? Ja? Wenn sie bei jedem Element der Zielmenge höchstens ein Element der Urmenge zugeordnet wird. Dein Vorschlag ist, eine Funktion ist surjektiv, wenn jedem Element der Zielmenge, wenn höchstens ein Element der Urmenge, der Definitionsmenge zugewiesen wird. Das ist surjektiv. Höchstens einmal getroffen. Jedes Element der Bildmenge wird höchstens einmal getroffen. Alle einverstanden? Genau einmal. Gibt es noch alternative Vorschläge? Wir haben jetzt höchstens einmal, wir haben genau einmal. Was ist richtig? Es darf kein Element übrig bleiben, also jedes Element wird wie oft getroffen? Mindestens einmal. Mindestens einmal ist richtig. Nee? Also, pass mal auf, ich habe hier zwei Mengen hingemalt, ne? Hier so eine Menge und da eine Menge. So. Menge A, Menge B. Was bedeutet jetzt surjektiv, wenn wir diese hier betrachten? Wenn ich jetzt, ich mal Pfeilchen, ne? Von A nach B.
jedes Element, also einem Element aus A wird ein Element aus B zugewiesen. Also Phi geht von A nach B. Wie müssen die Pfeile sein? Bei Surjektiv. Wie sie sind, ist egal, aber welche Bedingungen muss jetzt hier erfüllt sein in dem Bild, damit die Funktion surjektiv ist? Ja? Dass jedes A auf ein B trifft. Ich muss sowieso jedes A abbilden. Also von jedem A geht sowieso ein Pfeil aus. Ne? Von jedem A geht ein Pfeil aus. Also zum Beispiel könnte das ja so sein. Ist das eine surjektive Funktion? Nee, warum nicht? Ja, weil das bei B. Ja, auf einen Punkt nicht abgebildet. Auf einen Punkt wird nicht abgebildet. Also bei einer surjektiven Funktion muss jedes B hier hinten, intuitiv gesprochen, von so einem Pfeil getroffen werden. Es darf kein Punkt, kein Element in B übrig bleiben, das nicht irgendwie ein Bild von A ist. Mhm. Hätte ich jetzt aber in der Ruhemenge. Das ist nicht subjektiv. Ja, aber wenn das jetzt getroffen worden wäre. Machen wir mal. In jedem Fall gibt es halt noch ein Element. Genau. Jetzt machen wir mal Ihren Pfeil bitte nochmal weg. Okay, ich mache den Pfeil nochmal weg. Genau, jetzt nehmen Sie mal das unterste. Ja? So. Dann hätten wir ein Problem, weil wir in der Definitionsmenge ein Element haben, was nicht abgebildet wird. Ja, aber die Frage ist, haben wir da eine Funktion? Achso. Also die Definitionsmenge wird ja, hängt vielleicht von der Art der Definition von Funktion, aber ich meine... Ja. So? Genau. Ich ziehe dann den Pfeil vom untersten zurück. Dann wäre es keine Funktion. Weil f von x ergibt immer einen Wert. Ich kann nicht ein Element auf zwei abbilden. Also, was bei einer Funktion der Fall ist, ist, von jedem Element hier geht genau ein Pfeil aus. Ja? Das kann gar nicht anders sein. So. Von jedem Element geht genau ein Pfeil aus. Das heißt also, wir können hier schon mal nicht mehr Elemente haben als hier. Das kann dann nicht subjektiv sein, die Funktion. So. Wir können aber hier mehr haben und, na gut, das mache ich halt so, ne? So. Das heißt, hier haben wir jetzt 5 Elemente, da 4, ganz egal, weil hier diese beiden gehen auf 1 gemeinsam. Diese Funktion ist surjektiv, weil jedes Element hier hinten von einem Pfeil getroffen wird. Intuitiv gesprochen. Wir machen es gleich formal richtig. Das sagt auch der Chat. Gucken wir was. Funktion gleich eindeutige Zuordnung. Genau. Richtig. Eine Funktion ist eine eindeutige Zuordnung. Das heißt, jedem Element aus A wird ein Element aus B zugewiesen. Was wir auf jeden Fall haben, ist, von links geht von jedem Element genau ein Pfeil weg. Injektiv und Surjektiv beschränkt sich immer darauf, wie viele Pfeile treffen rechts Elemente in B. Ja, genau. So, also das ist jetzt Surjektiv. Wenn ich es jetzt formal formulieren würde, ich schreibe mal die formale Bedingung für Surjektiv auf. Für alle Y aus B gilt... Für alle y aus b gilt, es existiert ein a, es existiert ein x in a mit phi von x gleich y. Für alle y hier existiert ein x dort, sodass phi von x gleich y ist. Jedes Element hier hinten ist ein Phi von x, wird von einem Pfeil getroffen, von mindestens einem. Das Elementchen hier wird von 2 Pfeilen getroffen, okay, kein Problem, mindestens einer. Es gibt hier kein Element, das nicht, also sowas hier, ne? Das wäre jetzt, für das Element hier würde es kein x in A geben, sodass Phi von x gleich y ist. Dann wäre es nicht surjektiv. So ist es surjektiv, die Funktion. Ja?
Touch-Funktion ist dann eine subjektive Funktion. Dann habe ich jetzt zum Beispiel minus 2 und einer 2 wird bei der 4 zugeordnet. Komm mal, wir können mal ein Beispiel überlegen, genau. Schauen wir mal. Du schlägst dir vor, irgendeine quadratische Funktion f von x gleich, na, sagen wir mal x Quadrat, so die Normalparabel, ne? Also der Graph davon ist die Normalparabel, wenn man es korrekt formulieren wollte, ist dies eine surjektive Funktion. F geht wovon? Von R nach R, ne? Von den reellen Zahlen in die reellen Zahlen. Mhm. Dann nicht, weil? Genau, minus 1 ist in der Bildmenge drin, aber ist kein Funktionswert. Ja. Wenn wir aber den Bildbereich einschränken, das kann man natürlich immer machen. Ne? Wenn ich eine Funktion habe, die nicht surjektiv ist, dann gibt es irgendwelche Elemente, die werden nicht erreicht. Also schränke ich den Bildbereich ein und nehme all diese Elemente aus der Bildmenge heraus. Und dann ist es sofort so, dass es subjektiv wird. Ja. Hm? Da kann man sich die Subjektivität aber nicht so vorstellen, wenn ich mir den Graph eine Abbildung anschaue. Da muss ja der Graph muss ja irgendwie komplett die Y-Achse irgendwie. Ja. Ne, bei Funktionen, die konvergieren, können ja auch nicht subjektiv sein. Weil die treffen ja nicht diese Y-Achse. Kommt drauf an. Ja, nee. Also, wenn wir über reelle Funktionen sprechen, von R nach R, ne, ist natürlich Intuition genau, dass beim Koordinaten, wenn wir uns Koordinatenkreuz vorstellen und die Ebene und so weiter und den Graph zeichnen, da müssen alle Y-Werte erreicht werden. Trotzdem kann die Funktion konvergieren. Sie kann ja aus... Ja, du hast recht. Ja, genau. Ja, genau, sie kann nicht konvergieren. Ja. Ich habe mir gerade überlegt, sie könnte ja aus plus unendlich kommen und dann konvergieren, aber dann würde ich ein paar negative Werte nicht erreichen. Ich kann, ja, obwohl, sie kann trotzdem konvergieren. Es gibt doch die Möglichkeit, dass ich irgendwo so eine Polstelle habe. Die Funktion zischt da nach plus unendlich ab und kommt auf der Seite aus minus unendlich und konvergiert dann. Dann habe ich eine surjektive Funktion. Ja, aber dann wird dann nicht die Waage dann nicht getroffen, wenn die dann x-y-Achse, folgende Funktion. Hier habe ich eine Polstelle. Sowas. Alle y-Werte werden erreicht. Ich habe hier natürlich eine Definitionslücke. Die muss ich aus der Definitionsmenge rausnehmen, damit es eine Funktion ist. Ne? Also ich habe jetzt hier r ohne halt diesen Wert als Definitionsbereich und ganz r als Wertebereich der Funktion. Ja. Konvergiert ist aber surjektiv. Also Injektivität muss aus der Urmenge mindestens eine Teil raus. Injektivität schauen wir uns jetzt an. Was bedeutet Injektivität? Was bedeutet Injektivität? Dass jedes Element in B eine Abbildung in A hat? Dass also mindestens ein Pfeil da drauf geht? Das war schon subjektiv. Wir bilden nicht andersrum ab. Wir bilden immer von A nach B ab. Mhm. Ja? Maximal, genau. Maximal ein Pfeil geht hier hinten drauf. Das heißt, wenn ich das jetzt hier so mache, dürfte ich nicht von diesem hier einen Pfeil zum selben Element machen. Dann würden hier zwei unterschiedliche Elemente auf ein und dasselbe Element in B abgebildet werden. Das darf nicht sein bei Injektivität.
Das heißt, ich kann jetzt hier Folgendes machen. So, dann wird das hier vielleicht hierhin abgebildet. Das dahin. Da muss nichts, ne? Genau, ist okay. Genau. Höchstens ein Pfeil erreicht. Jedes Element hier hinten. Eins kann übrig bleiben. Ist ja nicht subjektiv. Also, was ist die Bedingung? Für alle. Ja? Du bist schon bei Bijektiv. Aufgepasst. Kommt gleich. Wie können wir das formal fassen? Hat jemand eine Idee? Ja? Y-Element B gilt. Das umgekehrte E für jedes gibt eine. Mhm. Okay, eine Minute Zeit. Knobelt mal ein bisschen. Wie kann man das? Knobelt oder googelt von mir aus? Ne, ihr wollt knobeln, ne? Okay. Ich würde es vielleicht umdrehen. Also es gibt für jedes Element aus A gibt es ein Element in B, was eine Umkehrfunktion halt das, also dass jedes da X aus B aus A getroffen wird. Weil wenn ich zum Beispiel vom obersten Punkt die Umkehrfunktion nehme, mhm, drehe ich dann den Kern. Ja, aber ich habe das Problem, ich kann keine Umkehrfunktion machen, weil es davon kein... Ja, ja, okay. Die Linken werden ja so oder so getroffen. Deswegen dachte ich, jetzt, wenn ich die Umkehrfunktion nehme, ist es nicht so schlimm. Ja, das Problem ist nur, du kannst keine Umkehrfunktion nehmen. Warte, ich muss kurz mal wieder hier... ja, ja, es muss jedes Element ja abgebildet werden können. Hat jemand von euch eine gute Idee? Also man kommt wahrscheinlich nicht so ohne weiteres drauf, weil es ein bisschen eine strange Bedingung ist. Also pass mal auf, wir nehmen hier vorne zwei verschiedene x. Okay? Für alle x1, x2 aus A gilt, wenn f von x1, Entschuldigung, phi haben wir jetzt immer gesagt, ne? Wenn phi von x1 gleich phi von x2 ist, dann folgt daraus x1 gleich x2. Wenn zwei Funktionswerte gleich sind, also wenn zwei Pfeile auf dasselbe Element weisen, dann müssen sie schon vom selben Ursprungselement ausgegangen sein. Ja? Hier habe ich die Definition für den Punkt in nichts drin. Also die Bedingung für den Punkt in nichts. Warum ist das nicht definiert? Nee, wieso? Wir machen ja für alle x aus A gilt. Wenn deren Funktionswerte dasselbe b hier hinten sind, dann muss das Element in A schon gleich gewesen sein. Das wird halt nie getroffen von der Bedingung, macht ja nichts. Nee, nee. Mhm. Ja. So, und jetzt, ja? Nee. Bei der Funktion geht von jedem Element in A genau ein Pfeil aus. Und jetzt kommt das Entscheidende. Injektiv, Subjektiv bedeutet, jedes Element in B wird mindestens einmal getroffen. Injektiv bedeutet, jedes Element in B wird höchstens einmal getroffen. Bijektiv bedeutet, mindestens eins und höchstens eins ergibt genau eins.
Das heißt also, wenn ich eine bijektive Abbildung habe, wird jedes Element hier in B genau einmal getroffen. Das ist eine bijektive Abbildung. Und das wiederum bedeutet, wenn von jedem Element geht genau ein Pfeil aus und in B wird jedes Element genau einmal getroffen. Ich habe also eine 1:1 Zuordnung und kann jetzt auch eine Umkehrabbildung machen, weil ich einfach nur die Pfeilspitzen rumdrehen muss. Das konnte ich vorher nicht. Hier konnte ich keine Umkehrabbildung machen, weil von dem gar kein Pfeil ausgeht. Und hier konnte ich keine Umkehrabbildung machen, weil ich von dem nicht genau wüsste, welches von den anderen beiden ich abbilden muss. Aber hier habe ich eine schöne 1:1 Zuordnung. Ein netter Nebeneffekt ist, dass diese beiden Mengen gleichmächtig sein müssen. Geht nicht, dass eine irgendwie mehr Element hat als die andere. Okay. Na, bijektiv, das muss erfüllt sein und das muss erfüllt sein. Nee, ihr müsst die beiden Bedingungen, erfüllen. Also wenn ihr zeigen wollt, dass eine Funktion bijektiv ist, müsst ihr erstens zeigen, sie ist injektiv, subjektiv, und zweitens zeigen, sie ist injektiv. Wenn ich dann nicht schreiben, für alle Elemente aus A gilt, es gibt genau ein Element aus B. Ja. Genau ein. Manche finden so ein existiert mit dem Ausrufezeichen drüber oder so. Aber nee. Aussagenlogisch oder prädikatenlogisch muss man sagen, existiert bedeutet immer mindestens eins. Und deswegen muss man sozusagen die beiden Aussagen nebeneinander stellen und beide beweisen. Ja. So, jetzt haben wir, wie ist eine bijektive Funktion. Wir sind noch nicht beim Isomorphismus. Welche Bedingung muss erfüllt sein, damit es ein Homomorphismus ist? Ja, genau. Jetzt brauche ich eine Verknüpfung. Die hatte ich ja noch gar nicht. Ne? Ich brauche irgendeine Operation, genau. Also hier x1 verknüpft mit x2 ist das gleiche wie? Genau, phi von x1 verknüpft mit phi von x2 in der Zielmenge. Ich habe also in beiden Mengen habe ich noch zusätzlich eine Operation, eine algebraische Struktur. Ja? Und Homomorphismus bedeutet, entweder ich, angenommen, ich habe jetzt diese beiden Elemente hier, x1 und x2, und ich weiß, das hier ist phi von x1 und das da ist phi von x2, dann ist es egal, ob ich diese Elemente erst miteinander verknüpfe, dann kommt vielleicht das hier raus, x1 verknüpft mit x2, und dann abbilde auf phi von x1 verknüpft mit x2, oder ob ich erst abbilde in die andere Menge und dann mit der Operation dort verknüpfe. Das ist ein Homomorphismus. Zwei Strukturen sind also dann isomorph, wenn es einen Isomorphismus zwischen den beiden gibt. Das heißt, erstmal, die beiden Trägermengen der beiden Strukturen sind gleichmächtig. Es gibt eine bijektive Abbildung dazwischen. Und es ist wurscht, ob ich in der einen rechne oder in der anderen rechne. Abbildungsmäßig ist das, kommt immer aufs Gleiche raus. Geht es hier dann aber, dass sowohl in der ersten und in der zweiten Gruppe es auch Punkte gibt, die in die Zahl? Nee, sonst wäre es ja keine bijektive Abbildung. Nee, meine ich ja. Nicht für den Isomorphismus, sondern nur für den Homomorphismus.
Achso, bei dem Homomorphismus, wenn ich das da weglasse und nur das hier betrachte, dann weiß ich ja gar nichts. Dann könnte es ja auch sein, dass es hier drüben noch Elemente gibt, die gar nicht erreicht werden und so. Klar, ja. Hm? Nee, es gibt keinen Isomorphismus, der nicht homomorph ist. So rum, ja. Weil bei Isomorphismus noch die Zusatzbedingung Bijektivität dazu kommt. Ja, genau. Gucken wir mal, gibt es hier online irgendwelche Fragen? Nee. Gut, okay. So, das ist ein Isomorphismus. Ah, jetzt möchte ich die Tafel erwischen. Okay. Während ich die Tafel wische, labere ich ein bisschen, damit es nicht langweilig wird. So, jetzt haben wir erstmal nur definiert, was ein Isomorphismus ist. Das heißt, Isomorphismus ist eine Funktion von einer Struktur in die andere. Ich brauche also jeweils zwei Mengen und zwei Operationen. Und ein Isomorphismus ist eine Funktion, die bijektiv ist. Das heißt, die beiden Trägermengen sind auf jeden Fall schon mal gleichmächtig. Und es gibt eine bijektive Abbildung zwischen den beiden. Und bezüglich der Operation ist es egal, ob ich erst in der einen Struktur verknüpfe und das Ergebnis abbilde oder ob ich erst die beiden Ausgangselemente rüber abbilde und dann in der Zielmenge, in der Zielstruktur verknüpfe. Okay. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, es gibt zwischen zwei Mengen immer mehr als eine Abbildung. Ne? Also in der Regel, außer ich habe jetzt wirklich den trivialen Fall, zwei einelementige Mengen oder so, dann gibt es natürlich nur eine Abbildung. Aber wenn ich jetzt mehr Elemente habe, dann gibt es immer mehrere Abbildungen. Und manche Abbildungen davon sind bijektiv, manche sind nicht bijektiv, manche sind homomorph, manche nicht. Und zwei Strukturen sind dann isomorph, wenn es einen Isomorphismus gibt zwischen den beiden. Das heißt, ich muss mir eigentlich alle möglichen Abbildungen zwischen den beiden Strukturen anschauen. Wenn eine davon ein Isomorphismus ist, dann sind die Strukturen isomorph. Ich kann natürlich auch eine blöde Funktion erwischen, ne, die jetzt kein Isomorphismus ist. Dann weiß ich aber immer noch nicht, ob die beiden Strukturen nicht isomorph sind, weil es könnte ja eine andere Funktion geben, die bijektiv ist und homomorph. Und dann, ja, wäre das ja ein Isomorphismus. Schön mit dem Wischer, oder? Ich mag das auch. Ich bin schon ein Fan von diesem Wischer. Der hat auch einen Wischer? Ja. Ich habe auch festgestellt, also videomäßig ist es wirklich ein krasser Unterschied qualitativ. Also wenn die Tafel irgendwie so Kreide verschmiert ist, man sieht nichts auf dem Video. Wenn die aber schön grün ist, ist es gestochen scharf auf dem Video. Es geht also Digitalität nicht ohne gescheite analoge Werkzeuge hier. Okay.